Hallo und willkommen zur sechsten Folge vom Game-Based Podcast und damit zum Staffelfinale von Staffel 1. Und für dieses Finale möchten wir uns das Thema Games und Inklusion angucken. Heißt, was für Probleme haben vielleicht Menschen mit Beeinträchtigung, gewisse Spiele oder Konsolen zu bedienen und worauf muss man generell dabei achten? Dafür haben wir mit drei ganz unterschiedlichen Leuten geredet. Zum einen haben wir mit Bettina Wegeners geredet, einer Schweizerin, die das Play Bern Festival organisiert. Ein Festival, bei dem es unter anderem um das Thema Games und Inklusion geht. Das Interview wird als Extrafolge hier hochgeladen und ist wie immer auf allen Plattformen ebenfalls verfügbar. Und jetzt rede ich mit zwei Mitarbeitern der Firma Pixel Cloud, und zwar mit Jonas Kirchner und Christoph Rasulis, die das Spiel Residenzschloss in Ludwigsburg VR programmiert haben, in dem es auch einen sehr starken inklusiven Faktor gibt. Hallo ihr beiden, freut mich, mit euch reden zu dürfen. Hi. Hallo. Ja, wir haben uns ja vor 2 Wochen ungefähr kennengelernt bei der Edutainme und ihr habt das Spiel Residenzschloss in Ludwigsburg VR programmiert, wo es eine virtuelle Tour gibt durch das Schloss, wo man aber auch ein Spiel spielen kann. Worum geht es denn in dem Spiel? Erzählt mal. Ja, also es ist eigentlich ein bisschen wie ein klassisches Abenteuerspiel, also was man noch als Point-and-Click-Adventure sagen könnte, aber auch VR. Man ist eingeschlossener Besucher im Schloss Ludwigsburg, also man ist ein bisschen zu spät rausgekommen, es ist dunkel, es ist nachts, man hört noch, wie die Tür zugeschlossen wird. Dann schlägt es aber Schlag 12 und tatsächlich erscheinen ein paar hilfreiche Geister. Wenn man ein paar Aufgaben erfüllt, kommt man auch wieder nach draußen. Es gibt ja 2 verschiedene Spielmodi. Es gibt zum einen die Möglichkeit, einfach nur sich das Schloss anzugucken und einmal praktisch die Geschichte, die du gerade erzählt hast, zu spielen, richtig? Genau, also wir haben einmal eine Guided Tour gemacht, in der man alle Räumlichkeiten sich anschauen kann, in der man Hintergrundinformationen zu den Sachen sieht, mir man auch einfach, also Bilder, wer war die Dame mit den Hündchen, dann erfahre ich etwas über genau dieses Gemälde, aber auch über den Fasskeller, da hat man sehr viel Hintergrundinformationen. Das spannende Erlebnis ist dann aber auch wirklich mit den sozusagen das Abenteuerspiel. Also wo ich dann wirklich auch kleine Aufgaben lösen musste. Wir haben auch wirkliche 3D-Charaktere, die dann auch vor uns sind, die wir entwickelt haben, auch eng zusammen mit den Historikern. Genau. Das Spiel wurde ja sozusagen in Auftrag gegeben von Schloss und Gärten Baden-Württemberg, auch mit dem Fokus darauf, dass es sehr inklusiv sein soll. Bedeutet, dass Leute mit Beeinträchtigung auch, ich sag mal, Spaß daran haben, es zu spielen und denen auch die Möglichkeit geboten wird, überhaupt es spielen zu können. Wie genau ist da der Auftrag gewesen? Worauf musstet ihr dabei achten? Also das Spannende bei diesem Projekt war, dass der Kunde direkt auch immer User und Userinnen zum Testing eingeladen hatten. Also wir hatten verschiedene Leute hier, zum Beispiel Leute im Rollstuhl, Leute mit Seheinschränkungen. Und so konnten wir direkt an der Zielgruppe direkt auch unsere Prototypen austesten und haben direkt gemerkt, was funktioniert, wie interagieren Leute, die im Rollstuhl sitzen oder eingeschränkt im Sehen oder im Hören sind, und konnten dann unser Konzept und unsere Programmierung, unser Spiel auch dahingehend dann anpassen. Ja, es ist auch so, dass Schlösser und Gärten, also das Projekt lief schon, glaube ich, ein Jahr lang vorher. Das auch erstmal man wollte auf jeden Fall was mit VR im Schloss Ludwigsburg machen und dann auch, was dort besonders wirklich interessant sein, auch genau für die Zielgruppe, weil viele von den Räumen sind ja gar nicht so leicht zugänglich. Dann fing es schon an, dass man jetzt überlegt hat, was könnte spannend sein. Und sehr interessant wurde dann die Sache, dass man gesagt hat, interessant sind die Räume, die eigentlich hinter der Bühne sind, so von der, wo die Dienerschaft war. Diese Räume sind auch sehr eng, die sind mit sehr vielen Treppen verbunden. Das Zweite war, also natürlich, also jeder kennt vielleicht auch, um das zu beschreiben, man hat ja oft diese Geheimtüren, die dann in den Schlössern sind, die eingelassen sind und aussehen, als wäre da eine Wand. Aber wenn man guckt, ist da eine Türklinke und dahinter ist eigentlich die ganze Welt der Dienerschaft sozusagen gewesen. Das heißt, dort die Küche, die Treppen, die dort sind. Dann gibt es aber auch einen Weinkeller, der ist nicht immer offen. Da muss man auch eine sehr, sehr lange Treppe nach unten gehen. Dort steht aber auch eins der größten erhaltenen Fässer aus der Zeit, so 1700 oder so. Mit was drin oder leer? Es ist tatsächlich ein Schaufass. Okay. Das ist auch dann mit einem kleinen Rätsel verbunden. Also das wurde halt, dieser Keller, der wurde auch benutzt,
Sozusagen haben sich auch die Adeligen umgetrieben für Feste, weil das natürlich auch toll war. Es ist auch der älteste Teil eigentlich des Schlosses. Also es heißt, es sind auch vielleicht alte Ruinen noch von Kloster, was damals noch war. Dort hat man dann sozusagen die Schaufass gehabt und der kleine Trick war, es gab zwei Kammern in dem Fass. Man konnte Rotwein und auch Weißwein ausgeben, je nachdem, in welche Richtung man gestellt hat an dem, wie heißt das, beim Fass. Hebel. An dem Hebel, genau. Und vielleicht später, es gibt dann auch noch einen Brunnen, der dort unten ist, der auch bei uns im Spiel dann eine große Rolle gibt. Da gibt es einen Bacchus drauf. Und in den ist, also im Spiel ist dann da der Geist vom Mundschenk hineingefahren und treibt seine Scherze mit dem Spieler. Der brutal lustig aussieht in dem Spiel. Ja, und es ist so, der kann mit Wasser spritzen aus einer Öffnung. Das war damals auch schon, da haben dann die Adeligen auch Scherze gemacht damit sozusagen. Ja, genau, Weinkeller und der dritte große Raum, der auch, ist das Schlosstheater. Also das Schlosstheater ist auch eins der ältesten erhaltenen Schlosstheater, ich glaube, also eins der wenigen in ganz Europa aus dieser Zeit überhaupt. Also natürlich, da waren alles, wurde mit Kerzen beleuchtet, man wollte Licht auf der Bühne haben etc., und ja, da sind die Sachen eigentlich alle abgebrannt. Das Besondere ist, es hat auch eine Bühnentechnik. Das heißt, man konnte das Bühnenbild wird durch Seilzüge etc. so aufgespannt, dass das sich innerhalb von unter einer Minute komplett verändern kann. Das heißt, es hat unten eine sehr aufwendige Technik drunter und es hat auch aber oben dann es gibt so einen Wolkenwagen, dass dann jemand auf eine Wolke herabgelassen wird. Das ist alles im Dachstuhl, das heißt also die Ober- und Unterbühne, und die sind über Leitern teilweise erreichbar, also auch sehr, sehr unzugänglich. Und das war halt so das Tolle, dass man gesagt hat, ja, diese Räume sind eigentlich für die Zielgruppe sehr interessant, aber auch darüber hinaus für jeden, weil in dem Zustand, wie man sie dann auch im Spiel sieht, das heißt dann auch mit Kerzen beleuchtet etc., hat man auch in der Realität gar nicht die Möglichkeit, und auch diese Bühnenverwandlung, die kann man vielleicht ein oder alle 2 Jahre mal überhaupt live sehen, ein paar wenige Leute. Die das auch überhaupt noch zu bedienen wissen, oder? Ja, also leider ist es tatsächlich so, der Techniker, der ist vor 2 Jahren gestorben. Das heißt, da ist dann auch ein bisschen Wissen erstmal verloren gegangen, aber man weiß das mittlerweile alles und wurde übergeben. Wir haben sogar diese Originalverwandlung gesehen, also in dem Museumsmodus kann man dann in der Guide-Tour auch 360-Grad-Videos tatsächlich sehen von der Verwandlung, also die echte Verwandlung dann. Und da haben wir mit Lautmacher zusammengearbeitet. Und das waren dann doch sechs Leute ungefähr, die das alles aufziehen mussten, weil aufgezogen muss es dann doch erstmal per Hand. Und dann geht aber die Verwandlung ganz schnell sozusagen. Man muss jetzt auch, weil es natürlich alt ist, auch ein bisschen mehr aufpassen, dass man dann guckt, ob die Schienen wirklich alle so gehen und ob es nicht irgendwo stecken bleibt. Damit nicht alles zusammenbricht. Damit nicht alles zusammenbricht. Im Spiel geht es ein bisschen einfacher. Ja. Du hast ja gerade schon erzählt, es gibt diese lange Treppe nach unten, dann das Theater, was wahrscheinlich absolut, also damals gab es ja auch keine Rollstühle oder irgendwas, also alles so gebaut, dass man es wahrscheinlich auch gar nicht mit dem Rollstuhl erreichen kann. Inwiefern waren verschiedene Beeinträchtigungen, die man zu beachten hat? Also du hast auch schon vorhin gesagt, Jonas, mit Sehbehinderung oder im Rollstuhl, das sind ja ganz viele unterschiedliche Sachen. Es ist brutal schwer, alles irgendwie abzudecken. Man kann ja eigentlich im Endeffekt gar nicht es komplett inklusiv machen, oder? Ja, also wir haben versucht, es zumindest so weit wie möglich inklusiv zu machen. Das heißt, bei uns gibt es 2 unterschiedliche Spielmodi. Am Anfang des Spiels kann man auswählen, möchte ich es zum Beispiel im Stehen spielen, möchte ich es im Sitzen spielen, dann verändert sich die Spielerhöhe. Ich kann aber auch auswählen, möchte ich es mit Controllern spielen, als Full-Body-Experience. Oder will ich vielleicht das in einem eingeschränkten Modus spielen, wo ich alles durch eine reine Blicksteuerung eben steuern kann. Und so können zum Beispiel auch Rollstuhlfahrer das komplett eben durchspielen. Es ist vielleicht hat nicht die ganze Interaktion, die jetzt im Full-Body-Modus eben möglich sind, aber zumindest hat man eine andere Steuerungsart und kann es sozusagen auch komplett im Rollstuhl eben durchspielen. Und wir haben auch für Gehörlose eine Variante entwickelt.
Dabei ist es so, dass wir Untertitel integriert haben und eine Audiovisualisierung. Das heißt, ich sehe auch immer, wo kommen die Töne her in der VR-Experience. Also ich kann es komplett durchspielen ohne Ton. Für Leute, die sich jetzt ein bisschen schwer tun mit dem Thema VR, vielleicht wirklich eingeschränkt in der Sehfähigkeit sind, gibt es auch noch eine App, die man sich runterladen kann zum Download. Und so kann ich das am Tablet oder über das normale Smartphone, zumindest die Guided Tour am Handy in einer abgespeckten Form eben erleben. Und die volle Version, kann man die sich auch irgendwo runterladen? Ich habe gesehen, man kann es beim Schloss Ludwigsburg dann auch wirklich spielen, ne? Genau, also aktuell ist es so, dass wir es im Schloss Ludwigsburg eben, dass es dort ausgestellt ist. Man kann es gegen eine geringe Gebühr von, ich glaube, 4 € spielen. Das ist einfach nur, dass damit das Personal auch entsprechend bezahlt werden kann. Ja, wir würden es gerne auch noch in den Store bringen. Das sind wir jetzt gerade am Schauen, es braucht alles ein bisschen Zeit. Jetzt läuft es erstmal als Testballon im Besucherzentrum von Ludwigsburg. Und wenn das gut angenommen wird, dann bin ich sicher, dass wir es auch irgendwann auch noch über SteamVR zur Verfügung stellen können. Du hast ja gerade vorhin auch gesagt gehabt, dass ihr mit einem Verein zusammengearbeitet habt, der das auch immer wieder getestet hat, dann die Zwischenphasen, denke ich, und auch wenn ihr Probleme hattet, weil wenn man keine Beeinträchtigung hat, kommt man vielleicht gar nicht darauf, was alles ein Problem sein könnte. Gab es da vielleicht schon am Anfang irgendwie was, wo ihr gemerkt habt, okay, das wäre cool, wenn wir das irgendwie noch einbauen könnten, aber das sprengt irgendwie Kosten, Zeit oder das ist riesig viel Aufwand? Also man kann vielleicht allgemein so die Experience sind, also das ist auch immer so, wo man dann sieht, okay, das hatten wir uns anders vorgestellt, weil man, natürlich hat man dann gerade, man hat ein Publikum, was nicht sehr VR-erfahren ist, dann heißt es immer das Ganze mit der Motion Sickness, da gibt es auch für mich gefühlt immer sehr viele Ängste noch dazu. Ich sehe das immer so ein bisschen, Motion Sickness war halt früher, also früher war VR auf jeden Fall viel härter. Man hatte ein viel eingeschränkteres Blickfeld. Die Framerate hat sich manchmal nicht, also die Kopfbewegung wurde nicht so genau umgesetzt, weil einfach der Rechner zu belastet war. Und da hat sich ganz, ganz viel getan. Also die heutigen Brillen, die haben viele der Probleme damals nicht. Natürlich hat man einen Teil sehr verschreckt. Es gibt auch immer noch, dass es ein Problem werden kann. Wir haben halt damals gesagt, okay, wir machen wahrscheinlich so, man teleportiert sich und arbeiten aber auch diesmal mit einer Ab- und Aufblende. Tatsächlich war es so, dass beim ersten Testing sich herausgestellt hat, dass man zwar dann sehr sicher ist, aber man wird auch orientierungslos dadurch. Weil es ist halt eine ständige Ab-, eine ständige Aufblende, eine ständige Ab-, eine ständige Aufblende. Und wir haben dann gesagt, okay, auch beim Blautopf haben wir damit gearbeitet. Man kann das natürlich auch dann einstellen, dass man einfach direkt zum Punkt gezogen wird. Das heißt, man wird bewegt. Das heißt, also ich teleportiere mich woanders hin und dann läuft wie eine kurze Animation ab, dass ich sehr langsam zum nächsten Punkt komme. Dabei wird auch oft das Gesichtsfeld ein bisschen eingeschränkt. Das erleichtert es manchmal auch mit der Motion Sickness. Und da hat sich herausgestellt, damit kommen alle super zurecht. Das heißt, da haben wir dann der Zielgruppe ein bisschen zu wenig zugemutet auch mal. Aber die Auf- und Zublende, wie kann man sich das vorstellen im Gegensatz zum Teleportieren? Es wird abgeblendet. Okay. Es wird kurz schwarz und wenn es dann wieder sozusagen wieder hell wird, dann bin ich am neuen Punkt. Aber dadurch habe ich natürlich einen Teil, sehe ich kurz nicht. Ja. Und dadurch werde ich orientierungslos. Was dann natürlich neu war für die Leute und am Anfang sehr ungewohnt war, wenn das Ganze auf Treppen stattfindet. Weil halt natürlich im Rollstuhl du normalerweise die Treppen, Wendeltreppen, nicht runtergehst. Es war ungewohnt, aber viele fanden das dann auch total cool. Also sozusagen dann einfach das komplett zu vergessen, die Treppen dann rauf und runter zu gehen und so. Ja, dieses Erlebnis irgendwie wieder herzustellen, so, ja, stelle ich mir richtig cool vor, einfach wieder mal eine Treppe runterzulaufen. Ja. Ja, also deshalb war das eigentlich dann auch was Positives. Wir haben natürlich auch vielleicht eine Sache war, wo es einfach dann auch, also das betrifft einfach die Seheinschränkung. Wir haben es auch tatsächlich mit jemandem ausprobiert, der mit dem rechten Auge starke Probleme hatte und dadurch einfach kein dreidimensionales Sehen hatte. Und das war einfach dann für VR zu ungewohnt. Und deshalb war es uns auch dann ganz wichtig, nochmal wirklich die App zu haben, die auch auf dem iPad zu haben, um sozusagen auch denen ein Erlebnis dann zu ermöglichen.
welchen Modus wir jetzt noch nicht umgesetzt haben, der aber eigentlich auch noch in Planung war, um es sozusagen komplett vollständig zu machen, wäre ein für blinde Leute, dass man sozusagen die Navigation rein übers Audio herstellt. Also das finden wir auf jeden Fall sehr, sehr spannendes Feld. Wurde dann erstmal nicht beauftragt, aber vielleicht in der zweiten Runde, um das wirklich komplett eben darzustellen. Ich weiß nicht, ob ihr darüber reden dürft, aber gibt es einen bestimmten Grund, wieso es nicht beauftragt wurde? Weil es mit sehr viel Aufwand oder Geld verbunden ist? Oder wurde das einfach erst vorerst auf Eis gelegt, weil das andere priorisiert wurde? Also das große Problem bei, oder in Anführungszeichen Problem bei Barrierefreiheit, ist immer der Kostenfaktor. Also man muss einfach mit einem sehr viel größeren Budget einfach an die Sache herangehen, wenn ich das vollumfänglich barrierefrei entwickeln will. Also sagen wir mal auf jeden Fall 20-30% zum eigentlichen Auftragsbudget zusätzlich, um nur eine sehr geringe Zielgruppe auch abzudecken. Das ist ja halt immer das Problem, dass eingeschränkte Personen, ich weiß jetzt keine Zahl, vielleicht sagen wir mal unter 5% sind, und dafür muss ich aber 30% mehr zahlen. Das für viele Auftraggeber ist das einfach schwierig zu argumentieren. Das ist natürlich auch schade. Wir würden gerne jeden Inhalt natürlich auch barrierefrei erstellen. Allerdings ist oftmals einfach das Budget nicht da und da wird dann wahrscheinlich am ehesten gespart. Ihr habt ja mit ähnlicher Herangehensweise auch das Spiel Blautopf VR gemacht gehabt, wofür ihr sogar einen Innovationspreis 2019 bekommen habt. Herzlichen Glückwunsch. und das war ja ähnlich von der Machart wie das Spiel im Residenzschloss Ludwigsburg. Also für die, die den Blautopf nicht kennen, ich hoffe, ich beschreibe es richtig. Jedenfalls habe ich es so in Erinnerung. Das ist in der Nähe von Ulm. Das ist so ein kleiner See, wo unten drunter ein Höhlensystem ist, in der Nähe oder sogar unterhalb der Schwäbischen Alb. Und da habt ihr auch eine Art Spiel gemacht. Wenn ihr das jetzt direkt miteinander vergleicht, wie viel mehr Zeit habt ihr gebraucht? Wie viel mehr Orientierungsphasen? Wie viel mehr Geld ist da reingeflossen? Wenn man das so überhaupt pauschal sagen kann. Beide Projekte waren halt für uns unterschiedlich, kann man sagen, auch unterschiedliche Priorisierung. Wir wollten auch hier wieder ein bisschen was Neues ausprobieren sozusagen. Man könnte jetzt so ein bisschen vielleicht auch die Unterschiede von beiden dazu sagen. Also erstmal, was gleich ist, ist die erste Art der Technik, wie wir die Umgebung gemacht haben. Da haben wir auch noch nicht so drüber geredet. Wir haben Fotogrammetrie, war auch hier das Wort sozusagen. Das heißt, man macht sehr, sehr viele Fotos von einem Raum, von einem Objekt und am Rechner wird daraus dann ein 3D-Model erstellt. Beim Blautopf, das war natürlich die Schwierigkeit, man muss in den Blautopf. Das habe ich mich auch gefragt, wie habt ihr diese Bilder hinbekommen? Ja, also es war tatsächlich so, zwei Fotografen waren über eine Woche in dem Blautopf. Also man muss sagen, es gibt mittlerweile andere Zugänge zum Blautopf. Also im Game tut man sehr spektakulär hinabtauchen wirklich. Nebenbei, das ist auch ein Mystery-Adventure-Game. Man taucht hinab und der Forscherkollege wird von der Lau, das ist ja vom Mörike die Sage, die ist doch so entführt. Das ist natürlich der spektakulärste Weg, aber man kann mittlerweile auch über Leitern kommen. Also es wurden Zugänge entdeckt. Man hat irgendwo, glaube ich, irgendwann mal im Blautopf die Autobahn gehört. Und dann konnte man sich denken, dass da oben ein Zugang existiert. Genau, ein anderer ist mitten im Wald. Über den sind wir auch tatsächlich hinabgestiegen. Und das ist natürlich sehr hart. Allein der Weg darunter dauert über 2 Stunden, bis man unten ist. Genau, also das heißt, das ist unten auch die Kameratechnik etc. so. Also es war richtige Knochenarbeit. Fotogrammetrisch gesehen ist natürlich eine Höhle sehr dankbar. Die verzeiht recht viel wegen den Gestein. Dort werden einfach Fehler weniger gesehen und so. Und so war der neue Anspruch natürlich dann, ein Theater zu haben oder ein Prunkzimmer ist, in dem man erstmal startet dort und so. Mhm. Das heißt, hier musste unsere Fotogrammetrie, da war auch eine sehr aufwendige Nachbearbeitung nochmal möglich, dass sozusagen die Geometrie auch richtig stimmt, Retopolisierung etc. Wir haben uns auch einen automatisierten, dem Felix Buccella einen automatisierten Prozess dann auch einfallen lassen.
Genau. Und so hatten wir hier jetzt auch wieder sehr, sehr aufwendige Fotogrammetrie, die dann auch wieder eine Woche gedauert hat. Das andere war dann, dass wir jetzt auch im Schlosstheater 3D-Charaktere wirklich hatten. Hier haben wir uns auch an historischen Gemälden orientiert, um sozusagen die wieder zum Leben zu erwecken. Wir haben zusammen mit der Historikerin Julia Rösler gearbeitet, die hat sich auch alle unsere Pops immer angeschaut. Und das Ganze wurde auch tatsächlich, dass wir dann auch drei tolle Schauspieler hatten, die das Ganze dann geschauspielert haben. Und das wurde dann auch alles gemotion-captured. Und genau, da hatten wir dann auch nochmal eine aufwendige Arbeit, Nachbearbeitung mit der Motion Capturing Daten allerdings. Also mit den Rococo Suite wurde das dann umgesetzt. Und war jetzt was speziell vom Denkprozess nochmal anders, weil ihr eben die ganzen Treppen etc. mit eindenken musstet und auch gerade wegen der Version für Leute, die jetzt zum Beispiel keine VR-Brille tragen können? Also, ich habe es jetzt ein bisschen so ausgedrückt, also der Blautopf ist halt mehr so ein wirklich Action, Drama und so weiter. Und im Residenzschloss geht es etwas beschaulicher zu. Also das war auch so von der Story durchaus so gewollt. Wir haben auch im Blautopf haben wir insgesamt vier verschiedene Enden, die möglich sind. Also wir beginnen quasi erst mit einer relativ Experience. Man kann eigentlich im Blautopf, wenn man da erstmal langtaucht, dann geht es wie auf den Schienen ein bisschen. Man kann sich schon mal umschauen, dann wird es langsam freier. Ich kann mich in der Höhle herumteleportieren. Ich lerne auch, ich habe so eine Map dabei, mit der ich mich versuche, selber ein bisschen zu orientieren. Ich habe eine Taschenlampe. Dann lerne ich langsam, wie man Spuren suchen kann. Dann lerne ich auch, wie ich die Lauf vertreiben kann, nämlich mit Licht. Und so wird eigentlich das Gameplay-Erfahrung immer größer. Und am Ende kann ich sogar dann sozusagen Entscheidungen treffen, die das gesamte Spielende beeinflussen. Und das war natürlich jetzt auch für Schloss, auch im Rahmen der Zeit. Also die Experience, die sollte auch wirklich dann nur eine Viertelstunde oder 10 Minuten dauern, je nachdem, wie man durch ist. Und deshalb ist es jetzt so in den Rätseln einfach einfacher geworden sozusagen auch. Also, dass da auch jeder Spaß hat und gut durchkommt damit. Und es geht dann halt weniger um sozusagen jetzt wirklich so knackige Rätsel zu haben und dann hängen zu bleiben und nicht weiterzukommen, sondern dabei einfach Spaß zu haben und die Experience auch dann da drin zu haben, wie es ist, wirklich mit Kerzenlicht vor den Kammerdiener zu stehen und denen dann Schokolade zu bereiten. Oder halt auch, was natürlich ein besonderer Moment ist, den man auch so nicht erlebt, wenn dann die Sängerin wirklich singt. Das ist auch von Jomelli heißt der Komponist. Der war auch wirklich tätig im Schloss zu der Zeit. Und dann hört man quasi wie vor über 150 Jahren die Musik und sieht das Theater und sieht die Bühnenverwandlung, sieht die Sängerin vorne singen. Und das ist natürlich dann auch ein magischer Moment. Ist wahrscheinlich dann auch einfacher, wenn man beispielsweise eine langsamere Reaktionszeit hat, als es das Adventure-Game im Blautopf. Ich habe es noch nicht gespielt, aber es klingt sehr viel schwieriger, sage ich jetzt mal, zum Durchspielen. Also es ist einfach so auch so ein bisschen unterschiedliche Zielgruppen, die wir da angesprochen haben. Im Schloss Ludwigsburg im Besucherzentrum war es jetzt primär eben geplant. Da habe ich wirklich alle möglichen Leute, also von Familien, vielleicht auch Leuten, so ein bisschen ältere Leute, die haben vielleicht auch das erste Mal, jetzt spielen zum ersten Mal jetzt VR. Oder auch Leute mit Einschränkungen, die haben es dann nochmal schwieriger einfach mit der Technik. Während beim Blautopf, dadurch, dass es ja bei Steam VR eben online im Store verfügbar ist, hat man natürlich, spricht man schon eine ganz andere Community an. Die meisten haben eine VR-Brille zu Hause, haben schon das ein oder andere VR-Spiel gespielt und sind dann natürlich anders einfach oft mit in diesem Medium unterwegs, als wenn ich jetzt zum ersten Mal eine VR-Brille aufhabe. Ja, also das andere waren dann halt schon wirklich direkt Gamer sozusagen beim Blautopf. Die wollen dann auch was anderes sehen und so weiter und wollen dann auch noch mehr gefordert werden,
auch wenn wir uns hier auch beschränkt haben. Also dann hätte es eigentlich doch den Hardcore-Modus. Also es konnte richtig Action werden teilweise. Dann haben wir auch gesagt, ja, fahren wir ein bisschen zurück. Aber es war dann auch sehr schön. Beim Blautopf war es halt auch so, dass wir dann Leute aus, keine Ahnung, Japan oder was war das, also auf YouTube dann hatten, die das durchgespielt haben und haben dann so gesagt, ja, sie verstehen kein Wort, also sie finden es super. Und als kostenlose Experience ist es halt auch für die dann was ganz Besonderes. Ja. Und damit ist man, ich glaube, so 20, 25 Minuten kann man da, je nachdem, wie schnell man ist, verbringen. Ist es natürlich auch was ganz Tolles gewesen. Ja. Ja, deswegen habt ihr wahrscheinlich dann auch den Preis damals bekommen. wenn euch jetzt jemand sagen würde, angenommen, ihr sollt jetzt Wilhelmstheater oder so, ähnlich auch nochmal inklusiv mit einer ähnlichen Story, also jetzt nicht genau das Gleiche darstellen. Welche Learnings würdet ihr aus der Geschichte jetzt mitnehmen? Weil, wenn ich es richtig gesehen habe, war das ja das erste Mal, dass ihr den Fokus so sehr auf Inklusion hattet. Also Learnings, was den Aufwand angeht, dass wir einfach zwei oder ja eigentlich noch mehr unterschiedliche Steuerungskonzepte hatten. Also wir hatten einmal die Untertitel, dann hatten wir die Blicksteuerung, sitzend, stehen. Das sind halt einfach sehr viele Use Cases, die getestet werden müssen. Und Testing braucht immer sehr viel Zeit. Das haben wir wahrscheinlich einfach ein bisschen unterschätzt, wodurch sich das Projekt auch dann noch ein bisschen länger gezogen hat. Wir hatten ja immer wieder diese User-Testings auch, von denen wir vorher schon gesprochen haben, wo sich dann wieder neue Erkenntnisse draus ergeben haben. Also bei uns ist es grundsätzlich so, dass wir immer schon während der Entwicklung immer testen und das in Frage stellen, stimmt das alles? Also es ist einfach so ein, naja, so ein Kreislauf, den man immer wieder... Ein iterativer Prozess, danke. Zum Beispiel, es war so, dass wir eigentlich geplant hatten, also man ist am Anfang erst in ein Prunkzimmer, man hört noch, wie das Schloss, wie jemand das Schloss an der großen Türe zusperrt, dann geht es auch Licht aus, das war quasi der Nachtwächter und so, und dann höre ich das erstmal den Kammerdiener hinter der Geheimtür und muss dann Schlüssel finden, dann öffnen und dann komme ich in die Welt dahinter sozusagen. Und das war eigentlich als Tutorial schon geplant. Also in der Grundplanung dachten wir, das ist ja super, da haben wir ein bisschen Zeit, da können wir den Leuten schon mal die ersten Steuerungsmodelle beibringen und so. Aber wir haben dann auch so gemerkt, weil wenn ich dann da diese ganzen Fragen beantworten muss, willst du Untertitel, bist du stehend und sitzen, willst du Audio-Unterstützung, also visuelle Unterstützungen für Audio haben wir auch eingebaut. Und das wurde viel zu viel. Dann skippen alle direkt das Tutorial. Genau, deshalb haben wir tatsächlich den Klassiker gemacht. Es gibt davor, wie man das auch vielleicht bei älteren 3D-Titeln noch sehr viel denkt, da war das auch immer so, dass man eigentlich immer noch ein extra Tutorial-Level hat. Und wir haben gesagt, okay, das sieht ein bisschen aus wie Star Trek Holodeck. Da ist dann schon vom Weiten, sieht man schon so als Ziel die schöne Renaissance-Tür. Und jetzt muss ich halt einfach die ganzen Fragen beantworten. Dafür ist es aber auch so, wenn dann das Game richtig losgeht, dann habe ich nicht mehr diesen Bruch, dass ich sozusagen, ich will mich eigentlich auf das Game und die Spielwelt fokussieren, will genießen, dass ich jetzt im Schloss bin und dann muss ich diese ganzen Fragen beantworten. Das ist natürlich furchtbar. Das ist so ein Learning, also sozusagen, das würde ich jetzt auch sagen, dass man dann lieber, gerade wenn man so eine Zielgruppe hat, wo man sehr viele Entscheidungen oder dieses sehr auf sich, dass es besser ist, voranzustellen, als es dann wirklich, damit man sich dann lieber auf die Story auch richtig einlassen kann. Denkt ihr, dass diese ganzen Hürden, die ihr jetzt angesprochen habt, zum einen mehr Zeit, dann sehr viel mehr Gedanken machen, dann ist es eine sehr kleine Zielgruppe, die man bedient, dass das Hürden sind, womit jetzt nicht nur Indie-Studios, sondern auch die ganz großen Studios einfach sagen, nee, ist uns einfach zu viel Aufwand und deswegen einfach das Thema Inklusion nicht so oft vorkommt in Games? Also man muss halt immer wissen, wer hat den Anspruch, wenn jetzt ein großer Hersteller, große Publisher wie Ubisoft oder so, der sieht natürlich, wie viel Titel kann ich verkaufen und was ist meine Zielgruppe. Mhm. Und wenn Ubisoft sieht, das kostet aber 20-30% mehr wie unser normales Spiel, dann ist es für diese kleine Zielgruppe, für Ubisoft einfach nicht aus kalkulatorischer Sicht einfach nicht umsetzbar. Zum Glück gibt es öffentliche Auftraggeber, die sowas einfach umsetzen müssen, die dann Auftrag dafür haben, dass sowas eben umgesetzt wird. Und klar, ich würde mir wünschen, es würden andere aus der Wirtschaft auch noch eben diese Barrierefreiheit mit beauftragen, aber meistens sind es eben nur öffentliche Institutionen, die eben sowas mit beauftragen. Leider ist es, ja.
Ja, das hat die Katrin Radke mit. Ich habe mit ihr ja auch mal ein Interview gemacht über Spieleentwicklung generell. Da meinte sie, sie haben sich extra jetzt Geld zur Seite gelegt für das Spiel, was sie jetzt in Angriff genommen haben, einfach um sich zu informieren über dieses Thema Inklusion, weil wenn man selber keine Beeinträchtigung hat, ist es halt schwierig, da sich mit zu beschäftigen oder sich auszukennen. Aber man muss halt das Geld zur Seite legen und die Zeit mit einplanen. Hattet ihr von Ludwigsburg oder ja, der Institution irgendwelche Vorgaben, bis wann das fertig sein muss und welche, was ihr genau mit reinnehmen müsst? Ja, also man muss, also in dem Fall war es ein Pitch. Wir haben gegen andere Agenturen unsere Idee vorgestellt und da muss man auch schon eine genaue Kalkulation und auch einen genauen Zeitplan quasi mit abgeben, soweit eben die Planung zulässt. Wir haben aber während der Produktion gemerkt, dass es einfach deutlich länger braucht, sowohl in der Konzeption als auch in der Umsetzung. Da hat uns Corona so ein bisschen in die Karten gespielt, weil das Besucherzentrum zu Corona-Zeiten ohnehin nicht öffnen konnte. Insofern war der Kunde damit auch einverstanden, dass es einfach ein bisschen länger braucht. Ja, das ist auch so unser Learning, was wir so aus dem Thema Barrierefreiheit mitnehmen, dass es dann doch deutlich mehr Aufwand ist, als vielleicht man zunächst denkt. Ja, also wir hatten ja zwei komplett andere Steuerungsmodi und das heißt, es muss auch doppelt so viel getestet werden einfach und auch es muss dann auch nochmal getestet werden, also es wurde ja jetzt klar, also viele haben halt, sitzen zwar im Rollstuhl, haben aber kein Problem mit ihren Armen. Dann dürfen aber auch die Punkte, die du bedienst, trotzdem nicht zu weit unten sein. Das heißt, man hat dann schon mehr Abstufungen eigentlich nochmal, als man dann Auswahlmöglichkeiten hat. Das heißt, da muss man auch nochmal diese Zwischencases teilweise auch testen und so. Nochmal wegen der Frage, warum das nicht mehr ist. Es ist halt ein großer Aufwand, aber ich glaube, und es ist halt dann auch natürlich eine kleinere Zielgruppe. Deshalb finde ich das ganz gut, wenn auch auf Seiten der Politik, also es gibt, glaube ich, in der deutschen Gamesförderung, es gibt ja eine Bundes-Gamesförderung, ich glaube, dort wurde jetzt auch gesagt, dass dafür auch ein Teil für sozusagen Barrierefreiheit in dem Game-Konzept mitgenommen wird. Ich meine, das hat Katrin auch gesagt gehabt, ja. Genau. Und das wär natürlich auch super, wenn es vielleicht so eine Allgemeinförderung noch mal extra gäbe, die wir sozusagen, wenn wir jetzt Games-Förderung erhalten würden, dass man da noch eine, es sollte nicht einfach abgezogen vielleicht, aber dass man noch eine weitere Förderung erreichen kann, eine höhere Förderung erreichen kann, wenn man sagt, ja, wir würden zusätzlich auch diese Zielgruppe mit rein, weil dann wäre das als zusätzliches Budget noch dafür, dass wir uns extra den Aufwand machen, nochmal ein Konzept und zu bewerben sozusagen, aber dann haben wir nochmal ein zusätzliches Budget sozusagen, um es dann auch wirklich für jeden umzusetzen. Oder man sagt, Barrierefreiheit bei jedem Antrag ist generell Pflicht und dafür gibt es... Dann muss das Geld aber auch höher sein, das ist das Problem. Wenn es dann wieder abgezogen ist. Entschuldigung. Könnte aber dann auch vielleicht international schwieriger werden, weil dann die deutschen Studios einfach immer länger brauchen, um ein Spiel zu machen, wenn ausländische das eben nicht mit einbeziehen müssen. Aber das sind dann Sachen, die Fragen, die an die Politik gehen würden. Ja, es hat sich ja schon, also man kann ja in den Spielen jetzt auf jeden Fall gerade was Sehprobleme teilweise schon sehr viel höhere Kontraste einstellen etc. Und so. Es ist natürlich was anderes, also auch mit einem Controller etc. Wird das meistens in irgendeiner Form umsetzbar sein. Es ist halt immer was anderes bei VR. Dort hat man einfach noch verschiedene Steuerungen. Es ist eine Full-Body-Experience etc. Ja. Habt ihr Rückmeldungen bekommen von Leuten mit Beeinträchtigungen, die dann irgendwie das Spiel gespielt haben und wie sie das wahrgenommen haben, das Gesamtkonzept dann, wie es angekommen ist? Also wir waren jetzt ja bei den Testings dann oder wo es dann auch der Presse gezeigt wurde. Da waren dann auch dabei, also auch und die fanden es super. Ja. Also davon können wir jetzt reden und natürlich mit den Leuten, wir es dann auch zusammengearbeitet haben, die dann bei uns hier vor Ort am Testing waren, die waren dann auch sehr begeistert, besonders immer, wenn dann es immer besser geworden ist, ja. Auch wirklich. Also ich glaube, die Leute, die das gespielt haben, gerade Leute mit Beeinträchtigungen, die fanden es auf jeden Fall klasse, dass man wirklich auch mal an sie gedacht hat. Und nicht nur Barrierefreiheit einfach so noch mit draufgesetzt hat, sondern von vornherein einfach mitgedacht hat.
also vom Konzept mit den geheimen Räumen, mit den schwer begehbaren Räumen, dass man das von vornherein eben in dem Gesamtkonzept mitgedacht hat. Also das war, kam eigentlich sehr gutes Feedback dann dadurch. Fällt einem dann auch erst auf, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, wie wenig Spiele das eigentlich mit aufnehmen. Jetzt so in die Zukunft gesehen, was ist etwas, was ihr euch so wünscht, was das Thema Inklusion und Games angeht oder vielleicht generell die Medienbranche oder Politik? Utopisch gedacht, Geld und Zeit unabhängig. Also wie vorhin schon eben gesagt, also es wäre natürlich gut, wenn Förderung oder so das als vielleicht als Pflicht eben voraussetzen, dann natürlich auch monetär eben ein höheres Budget dann dafür ansetzen. Vielleicht kommt dann allgemein auch ja, andere Hersteller dann da drauf, aus der Wirtschaft Spiele barrierefrei eben zu machen. Also das Thema Barrierefreiheit einfach stärker auch in den Medien vertreten ist. Cool. Dann bin ich schon am Ende mit meinen Fragen. Wie lange kann man denn euer Spiel noch im Residenzschloss jetzt spielen? Das ist ja jetzt eine Ausstellung, wenn ich es richtig verstanden habe. Also es soll ist eine Dauerausstellung. Man kann es sozusagen dauerhaft dort spielen, also die nächsten Jahre auf jeden Fall. Und ja, wir hoffen, dass es auch irgendwann noch einen Platz in Steam VR eben bekommt. Aber ansonsten kann man es ganz normal die nächsten Jahre im Schloss Ludwigsburg spielen. Ja, man lädt sich den Blautopf, den kann man sich jetzt schon runterladen. Wo kann man euch erreichen, wenn man sich eure Projekte angucken will oder vielleicht Interesse hat für eine Kooperation? Genau, dann schaut einfach mal auf unsere Website www.pixelcloud.de vorbei. Da seht ihr alle unsere aktuellen Arbeiten. Und wenn ihr Lust habt, mit uns gemeinsam ein Projekt zu machen, dann meldet euch gerne bei mir. Cool. Dann danke ich euch für eure Zeit und danke auf jeden Fall auch für das Spiel. Das ist auf jeden Fall, auch wenn man keine Beeinträchtigung hat, interessanter als das, was ich damals in der Schule über das Residenzschloss gelernt hatte. Ja, dann bin ich gespannt, was für Projekte ihr in Zukunft noch macht. Super, vielen Dank. Vielen Dank.